die Custom Bikes bauen, sind Künstler mit handwerklichem Hintergrund, die halt wirklich probieren, auf einer künstlerischen Ebene sich zu verwirklichen. Also wir bezeichnen uns als, wie soll ich sagen, dienstleistende Künstler. Wir machen die Kunst für die Kundschaften, für die Jungs. Und wenn die Kundschaften Freude haben damit, dann ist es für uns ja richtig dann die Belohnung. Wir bauen den ganzen TÜV. Ist von uns gebaut. Also Rahmen, Getriebe, Rahmen, Rädli, Schutzblech, Tank, Gabel ist eigentlich alles von uns gemacht und ja, in der Schweiz gemacht. Beispielsweise jetzt der Fender, den wir haben, der ist aus 120 Kilo Aluminium aus dem Vollen rausgefräst. Das war, glaube ich, 4 Tage auf der Maschine gewesen. Jetzt haben wir noch 8,5 Kilo. Das ist ein kleines Kunstwerk. Da haben wir einen BMW, einen R75, 2-Ventiler Boxer aus dem Jahr 78. Den TÜV haben wir komplett ausgeschlachtet, den ganzen Kabelbaum runtergenommen, einen Fremdmarkentank montiert und mit einer Custom-Auspuffanlage versehen. Erste Präsentation von Marco Bügel, seinen neuen Chopper. Blattgold, geflammt, mit verschiedenen Schattierungen, aufgehende Sonne und oben so eine richtige Oldschool-Designlackierung auf dem Oldschool-Chopper. Kundschaften sind weitläufig. Da gibt es jetzt Kundschaften, private, es gibt Geschäfte, es gibt Firmen, die was Präsentationen machen wollen, die was ihre Firmen präsentieren, was Promo-Bikes und natürlich Privatkunden, just for fun, die was das Motorradfahren lieben.